Kiste ist voll, bringen tut sie irgendwie nach meiner Meinung, aber vom Inhalt her nicht wirklich so viel. Vielleicht die Regel, dass wir von allem höchstens zwei Stacks irgendwie im Inventar behalten. Vom Inventory Manager und besser klarkommen. Da ist wieder einer über diese scheiß Überlebenden im Heim. Verschwende kein Mitleid an sie. Infizierte, untote Pestbeulen, scheiß aufrechte Kannibalen-Zombies, egal. Auf jeden Fall sind es keine Menschen mehr. Feuerkraft 177, Streuung C für 9. Das machen wir hier. Jetzt gehen wir erstmal gucken, was der Überlebende da draußen macht. Überleben bedeutet vorbereiten. Vorbereitung. Leer, ja super. Ist mal gar nicht gebracht jetzt. Ich kann das Mädchen nicht retten, Mann. Hast doch selber gesagt gehabt. Rette das Mädchen. Machen wir mal alles. Pistolenmunition haben wir einiges dabei. Bevor wir die Flares jetzt quasi verschwenden, nehmen wir mal alle mit, die wir jetzt rausgeworfen haben. Und benutzen die dann auch gleich bei den nächsten Gegnergruppen. Speichern und dann gehen wir, müssen wir los zum Mädchen retten. Auch wenn da wahrscheinlich die Hölle los sein wird. Dazu müssen wir vor die Tür. Magnum hat das Doppelte an Feuerkraft als die normale Pistole. Aber braucht natürlich auch spezielle Munition. Egal. Halten wir uns jetzt erstmal nicht auf. Nämlich nur eh nur 9 Schuss für die Magnum und die haben wir auch im Kasten gelassen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal gucken, dass wir das Mädchen retten. Dann können wir noch die Granate hier unten. Ne, Granate haben wir nicht. Machen wir HP in den Küken. Die hier geht nicht auf. Was ist hier los? Hoffentlich ist er jetzt nicht auf der Wartung unterwegs. Sieht's hier wie immer aus. Vorne bewegen sich die Schatten. Das sollte uns nicht kümmern. Sollten wir scannen. Hier sollte auch nichts, was ich ein bisschen unheimlich finde.
Brauchen wir das Holz, ist die Frage, wenn es schon hier liegt. Im Winter ist voll, nichts brauchen wir nicht. So. Ist ja immer, wenn der Prepper gesagt hat, dass das relevant worden ist, dann war es auch so. Wozu soll ich das Mädchen überhaupt treffen? Das bringt mir überhaupt nichts. Ich kann mich nicht um ein Kind kümmern. Und um ein Kind. Keine Ahnung, warum ich mich einmische. Okay, wenn sie recht hat mit den Vorräten, dann sollten wir dich am Leben halten. Damit du was mitbringen kannst. Aber reise mit leichtem Gepäck. Ist es eine Falle, verlierst du alles. Ja. Deswegen haben wir die Magnum auch nicht mitgenommen. Okay, das könnte vielleicht ganz gut sein. Yeah.
Krasses Problem. Lampe nur.